Soundproduktionspraxis mit Cubase. Wir werden in diesem Kurs den folgenden Track produzieren. The stories left untold. Sing me the songs of this ever-changing shore. Dabei zeige ich dir alles Schritt für Schritt, von der Komposition über das Arrangement bis hin zum fertigen Track. Der Kurs besteht insgesamt aus zwei Teilen. Der erste Teil dreht sich rund um die Komposition und das Arrangement mit Cubase und der ist in voller Länge auch auf YouTube verfügbar. Dabei schauen wir uns jede Menge Techniken und Funktionen mit Cubase an und wir nutzen mein brandneues, selbstprogrammiertes E-Piano Case Study. Das gibt's ab jetzt auf meinhomestudio.de zum Einzelkauf oder wenn du Pro-Member bist, ist das sogar in der Mitgliedschaft mit inklusive, kannst du dir runterladen und behalten. Links zu beiden stehen unter dem Video in der Beschreibung. Und dann im zweiten Teil des Kurses schauen wir uns ein Tool für künstliche Intelligenz an, um damit die Vocals, den Gesang, zu kreieren. Wir schauen uns in der Praxis mit Ace Studio an, wie wir die Melodie und den kompletten Gesang mit KI-Unterstützung kreieren können. Und anschließend geht's ans Abmischen und Matti zeigt uns in 20 Minuten, wie er mit Cubase eigenen Effekten dem Song den Sound gibt, den er verdient. Ja, und den kompletten zweiten Teil des Kurses gibt's dann auf meinhomestudio.de für unsere Pro-Member zum Anschauen. Link dazu steht unter dem Video in der Beschreibung und damit legen wir los. Im Steinberg Hub gebe ich mein Projekt an dem Speicherort, den ich hier ausgewählt habe, einen neuen Namen, zum Beispiel Case Study, nach meinem Instrument und lasse hier ein leeres Projekt erzeugen. Ich möchte in dieser Produktion mit einem schönen Mix arbeiten aus virtuellen Instrumenten, aber auch Sounds, die ich selber aufnehme mit dem Mikrofon. Deswegen habe ich hier mein Großmembran-Kondensatormikrofon direkt neben mir. Das ist das Shure KSM32 und das steckt hier mit dem Kabel an meinem Interface, sodass ich direkt in Cubase aufnehmen kann. Und damit wir auch beim Produzieren zwischendrin einfach und schnell Aufnahmen machen können mit dem Mikrofon, wollen wir gleich zu Beginn in Cubase eine kleine Audiospur einrichten, auf der wir aufnehmen wollen. Dafür klicke ich hier mit der rechten Maustaste auf der linken Seite in die Spurliste und lege hier eine Audiospur an. Dabei taucht dieser kleine Dialog auf und wir wollen diese Spur in Mono konfigurieren, weil wir mit dem Mikrofon ja auch Mono-Aufnahmen machen. Außerdem können wir hier bei den Audioeingängen auswählen, an welchem Eingang unseres Audio-Interfaces das Mikrofon liegt. Mit einem Klick darauf taucht hier oben die Option Hardware-Eingang auswählen auf und wir können den ausklappen und sehen alle möglichen Eingänge, die an meinem Audio-Interface zur Verfügung stehen. Und mein Mikrofon steckt am Eingang 3. Als den Audioausgang lasse ich Stereo Out ausgewählt und gebe dem Ganzen den Namen Rack für Record. Spur hinzufügen und da taucht sie auf. Die bekommt gleich noch eine hübsche Farbe, knallrot zum Beispiel, und da habe ich eine Spur zum Aufnehmen. Dann schauen wir doch hier an dieser Stelle gleich mal, ob wir Signal bekommen vom Mikrofon und wie laut das sein soll. Dafür blende ich hier oben die untere Zone ein und hier bin ich schon im Bereich Mixkonsole, ansonsten findest du das in dem Tab Mixkonsole. Und hier taucht jetzt unser Hardware-Eingang Nummer 3 auf, in meinem Fall. Und da hängt mein Mikrofon dran. Und der Eingang ist im Moment aber noch ziemlich leise. Ich bekomme hier sehr, sehr geringes Signal. Deswegen drehe ich den Eingangspegel am Interface noch ein Stückchen höher. Ja, das ist sehr schön. Wenn wir also irgendwo zwischen minus 10 und minus 6 dB Spitzenpegel landen, ist das ein guter Wert, damit wir nicht übersteuern, aber auch nicht zu leise aufnehmen. Das ist natürlich auch immer sehr abhängig vom Signal, das wir reingeben und müssen das auch beim Recording immer mal ein bisschen nachjustieren. Wenn wir zum Beispiel leise singen, wollen wir entsprechend lauter stellen, damit wir in Spitzenpegel zwischen minus 10 und minus 6 dB landen. Okay, jetzt aber genug der Vorbereitung, legen wir los und als allererste Spur möchte ich mit dem Mikrofon gerne Klicken aufnehmen. Das soll eine Spur sein, die so ähnlich wie ein Metronom funktioniert, allerdings sehr viel menschlicher klingt als das Metronom, das ja wirklich sehr statisch mit genau gleichen Abständen arbeitet. Und wenn wir das Ganze selber einspielen, bekommt es einen sehr menschlichen Charakter und ein bisschen Groove. Dafür eignet sich alles, was Klicksounds von sich gibt. Zwei Stifte, Coolies, die wir aneinander klicken. Oder in meinem Fall zum Beispiel die Ringe kann ich verwenden. Oder jede andere Art von Alltagsgegenständen, mit denen sich Klicks erzeugen lassen. Ich habe hier zum Beispiel noch zwei Plastikplektren. Ja, das würde auch gut funktionieren. Ich glaube, ich mache das mit meinen Ringen in meinem Fall. Ja, da lande ich gut im Spitzenpegel zwischen minus 10 und minus 6 dB. Ich kann den Mixer erstmal wieder klein machen und stelle mir hier das Tempo ein, dass ich auf Metronom mein Klicken aufnehmen kann. Hier im rechten unteren Bereich finde ich dafür die Einstellungen für das Tempo, kann das entweder per Zahl eingeben oder hier das Tempo vorgeben, indem ich hier draufklicke. Welches schwebt mir denn vor? ⅓ scheint mir gut.
Anschließend möchte ich das Metronom aktivieren mit einem Klick auf diesen Button oder mit der Taste C. Okay, Aufgabe hierbei ist jetzt einen Takt aufzunehmen, indem wir das Klicken mit 16 mitklopfen, so dass es sich rhythmisch für uns gut und stimmig anfühlt. Und dafür aktiviere ich hier die Aufnahme auf der Spur. Wenn das noch nicht leuchtet, ein Klick hier drauf und das leuchtet. Und dann können wir einfach auf Record drücken und loslegen. Okay, die Aufnahme kann ich einfach auf eine neue Spur ziehen und hier ein bisschen lauter machen, indem ich an der Mitte anfasse und das hier ein bisschen skaliere. Mit einem Doppelklick darauf kann ich das Ganze groß im Audio Editor öffnen und bewege mich hier auf der linken Seite in Audio Warp und schalte Free Warp an, um jetzt hier diese Audiodatei auch bewegen zu können. Kleine Korrekturen will ich hier an den Zählzeiten vornehmen, sodass die Transienten wirklich genau auf den Anschlägen der Zählzeiten liegen. Aber das, was dazwischen passiert in den 16, das soll sehr humanized klingen, das soll sehr menschlich sein. Mit gedrückter Steuerung-Taste und mit dem Scrollen mit dem Mausrad kann ich mich also ganz leicht hier drin bewegen, an die jeweiligen Stellen und dort auf diese 4 Zählzeiten die Klicks genau draufsetzen. So, lieber ein kleines Stück danach als zu zeitig. Und damit sitzt das. Klingt wie folgt. Sehr schön. Anschließend möchte ich diesen Takt jetzt ausschneiden, dass wir den später auch duplizieren können. Und das mache ich, indem ich im Projekt hier einfach links und rechts anfasse und den Start auf Takt 2 und das Ende auf Takt 3 lege. Wichtig hierbei ist, dass das Raster angeschaltet ist. Dann kommen wir hier auch genau an den Anfang von Takt 3. Okay. Gerade beim Produzieren für eher akustische Genres ist es in der digitalen Musikproduktion oft ungünstig, wenn wir alles zu genau am Raster ausrichten, also wenn jede 16 exakt gleich lang ist, dann geht das menschliche Feeling der Groove verloren. Und eine schöne Möglichkeit damit umzugehen ist eben dieses Klicken zu Beginn selber einzuspielen und wir können uns das tatsächlich auch zu einer Art Quantisierungsraster in Cubase machen, sodass wir alle zukünftigen Instrumente daran ausrichten, sodass also nicht jede 16 gleich ist, sondern ein bisschen Variation reinkommt. Nachdem ich die Spur auf Klicks umbenannt habe, klicke ich nochmal doppelt drauf auf unser Event und bewege mich hier auf der linken Seite in den Bereich Hitpoints. Und wir können schon sehen, dass Cubase ganz von selbst hier zu Beginn jedes Klicks einen Hitpoint erstellt hat. Und ja, hier drin sehen wir auch, dass also die Längen der 16 wirklich deutlich variieren. Und das ist ein Groove, der sich auch nicht rein durch Swing abbilden lässt, weil hier durchaus ein kleines bisschen Variation auch an jeder Stelle zueinander da ist. Und das wirkt sehr menschlich dadurch. Sehr schön. Falls diese Hitpoints bei dir nicht automatisch an der richtigen Stelle sind, kannst du die auf der linken Seite mit diesem Schwellenwert hier einstellen und damit einstellen, an welcher Stelle und ab welcher Lautstärke die Hitpoints erkannt werden sollen. Anschließend können wir hier unter Erzeugen auf Groove Quantisierungspreset aus Hitpoints erstellen klicken. Und dabei wird genau das gemacht. Dort klicke ich einmal drauf, kann anschließend das Fenster wieder schließen und bewege mich jetzt in die Quantisierungseinstellungen hier oben. Hier drin können wir also jetzt sehen, dass ein neues Quantisierungspreset erstellt wurde mit dem Namen unserer Audiodatei, die wir hier aufgenommen haben. Und das Ganze zeigt jetzt also genau die rhythmische Ausrichtung der Hitpoints an und daran können wir quantisieren. In den verschiedenen Optionen taucht das jetzt also als Quantisierungspreset auf und das kann ich mir gleich noch speichern unter dem Namen meines Projektes zum Beispiel. Möchte das umbenennen in Case Study. Sehr schön. Das war ein kleines bisschen Arbeit zu Beginn, wird sich aber später sehr auszahlen und sich deutlich im Groove insgesamt auswirken. Außerdem nutze ich die Gelegenheit gleich mal, um hier drin einen Low-Cut zu setzen, sodass also alles, was an Trittschall im unteren Frequenzbereich passiert, erstmal rausgefiltert wird. Hier schalte ich dafür den Low-Cut ein im Kanal-Equalizer und setze irgendwo hier hin. Das Metronom kann an der Stelle auch aus, brauchen wir nicht mehr, wir haben ja jetzt unsere eigenen Klicks. Und ich forme den Sound an der Stelle noch ein bisschen, dass es nicht so hoch und klicksig klingt, sondern dass wir hier auch ein bisschen mehr in den Mitten liegen. Außerdem ist das eine schöne Anwendung für den Vintage-Kompressor aus Cubase, der uns hier das Ganze noch ein bisschen perkussiver gestaltet und die Transienten schön in Szene setzt. Genau, zuerst stelle ich den Input so, dass ich hier eine Gain Reduction von 2 bis 4 dB bekomme. Und dabei haben wir jetzt übersteuert, das heißt, ich regel das Ganze im Output in die entgegengesetzte Richtung, sodass wir nicht zu laut sind im Ausgang. Außerdem aktiviere ich hier den Punch-Modus, setze Release deutlich kürzer ein, sagen wir auf 50 Millisekunden, und schalte hier in ein Verhältnis von 4 zu 1, um das stärker zu komprimieren.
Ja, dadurch bekommt es ein bisschen stärkere Kompression und klingt entsprechend Charakterstärke. Außerdem würde ich die Klicks auf den Zählzeiten gerne ein bisschen mehr betonen als die anderen. Schnapp mir also das Scherenwerkzeug und mit gedrückter Steuerung-Taste kann ich das Raster temporär deaktivieren. Schneide jetzt also immer kurz vor und nach den Hauptklicks. Auf den Zählzeiten. So. Und anschließend crossfade ich das Ganze, indem ich alle auswähle, die Taste X drücke. Dadurch bekomme ich hier so kleine Crossfades vor und nach den Hauptklicks. Mit gedrückter Steuerung-Taste wähle ich jetzt die Klicks dazwischen aus und mache die hier zeitgleich alle ein bisschen leiser. Genau, dadurch gibt es ein bisschen Dynamik hier drin und ich kann einstellen, wie laut ich die Zählzeiten im Verhältnis zu den Klicks dazwischen haben will. Sehr schön, jetzt möchte ich meine Klicks gerne auf 4 Takte verlängern, wähle dafür alle Audio-Events hier drin aus, drücke STRG C, um das in den Zwischenspeicher zu legen und kann das jetzt auf den 1., 3. und 4. Takt mit STRG V einfügen. Das wird gleich mein Loop und hier drin wollen wir erstmal ein bisschen Percussion gestalten. Das ist ein super Zeitpunkt für ein bisschen selbst eingespielte Percussion. Also immer dann, wenn wir mit eigenen Instrumenten oder auch Alltagsgegenständen ein paar Aufnahmen machen können, wird das Ganze persönlicher und bekommt mehr Charakter. Ja, ich glaube, ich habe an dieser Stelle Lust, ein bisschen Bongos einzuspielen. Das kann aber durchaus auch jedes andere Percussion-Instrument sein, wenn du irgendeine Art von Trommel hast oder Shakers. Auch selbstgemachte Sachen sind hier ganz wunderbar geeignet. Selbst wenn du dabei auf zum Beispiel Schalen oder Schüsseln spielst. Oder zum Beispiel auch Shaker lassen sich wunderschön selbst machen. Die hat Matti aus 2 Klorollen gemacht, einfach Leinsamen und Chiasamen reingefüllt und das entsprechend verklebt. Und die beiden klingen auch wirklich unterschiedlich, wenn wir sie im Vergleich hören. Ja, ist ein bisschen weicher und das ist eher tiefer und attackreicher. Okay, schauen wir mal, was das rhythmisch werden kann. Ich lasse das einfach ein bisschen ablaufen und probiere verschiedene Rhythmen aus, bevor ich das Ganze aufnehme. Okay, bereit fürs Aufnehmen. Ich gebe mir einen Takt vor. Los geht's. Sehr schön, die ersten beiden Takte gefallen mir hier am besten und die möchte ich gerne einsetzen. Und wenn mich hier drin kleine rhythmische Unsauberheiten stören, kann ich das direkt on the fly hier in Audio Warp editieren. Das ist immer innerhalb von einer Minute gemacht und das macht es insgesamt dann passender zueinander. Sehr schön. Und mit STRG D dupliziere ich das direkt auf 2 Takte. Mit X lasse ich das crossfaden und fade Anfang und Ende ein bisschen aus, damit es an keiner Stelle knackt mit den Audioaufnahmen. Hier hat mir der 3. Takt am besten gefallen. Sehr schön. Und den kann ich ganz wunderschön auch direkt, wie er ist, duplizieren und wieder alles auswählen mit X crossfaden. Und ein bisschen aus- und einfaden. Gerade wenn wir viel mit eigenen Audioaufnahmen arbeiten, ist es von Beginn an eine gute Idee, immer mal in die Audioeffekte reinzugreifen, dass wir das Ganze auch schön aufgeräumt halten und nicht zu viel an Störgeräuschen mit drin haben. Dafür hüpfe ich kurz in den Mixer, die Mixkonsole mit der Taste F3 und kann hier drin jetzt die Effekte, die ich hier auf den Klicks eingefügt habe, einfach mit STRG C kopieren und auf meinen beiden neuen Audiospuren einfügen. Die sind übrigens noch gar nicht gut benannt. Hier haben wir Bongo. Habe ich auch schön perkussiv gelassen, hat nicht so viel klanghaften Charakter. Damit haben wir tonal noch viele Möglichkeiten. Und hier haben wir die Shakers. Oh, das ist schön. Hier unten steckt so ein bisschen was Dreckiges im Sound der Shakers und das ein bisschen hervorzuheben ist schön. Damit klingt es ein bisschen charakterstärker und wirkt interessant und ist eben nicht zu viel in den Höhen los hier oben. Und mal schauen, was wir im Vintage-Kompressor vielleicht noch anpassen können.
Sehr schön. Hier drin habe ich also einfach nur den Input-Gain ein Stückchen erhöht, damit wir mehr von der Kompression bekommen und habe anschließend das Ganze hier mit dem Mixregler zwischen dem trockenen und dem komprimierten Signal anteilig gemischt. Nennt sich Parallelkompression und hier liegen wir bei etwa 50% ziemlich in der Mitte. Okay, was machen wir in den Bongos? Ja, hier ganz klassisch haben wir eine Frequenz, die eben deutlicher als die anderen vorhanden ist, die ganz tonal wirkt. Das sind die Formanten in der Bongo und die wollen wir an der Stelle mal ein kleines bisschen bedämpfen, weil die sonst insgesamt sehr drückend klingen und unaufgeräumt. Ich schnapp mir dafür ein EQ-Band, mach das mitgedrückte Shift-Taste ein Stückchen schmaler und leg das genau dahin, wo dieser Ton ist. Ja, den können wir also jetzt genau an der Stelle hier kontrollieren, indem wir den rausnehmen oder reinnehmen. An der Stelle würde ich den Stückchen reduzieren. Und wir schauen in den Kompressor. Und können hier genau mit den gleichen Einstellungen arbeiten wie auch auf den Klicks. Den Bongos möchte ich gerne noch ein bisschen mehr Charakter geben und würde hier an der Stelle mal ein Multitap-Delay aus Cubase mit danach einsetzen, um den hier ein bisschen was an Delay und Räumlichkeit dazu zu geben. Achtung, das Multitap-Delay ist ein Stereo-Effekt, gibt also Stereo-Informationen zu unserem Mono-Signal hinzu. Das heißt, wir wollen jetzt auf einem Kanal arbeiten, der auch die Stereo-Information darstellen kann und nicht mehr in Mono ist. Und dafür können wir einfach hier auf die Kanalkonfiguration der Bongos klicken, einmal. Und dann machen wir aus dem Monokanal einen Stereokanal, der also im Moment die Bongo-Inhalte auf dem linken und rechten Kanal hat. Und jetzt können wir dort ein bisschen Variation hinzufügen, also Stereo. Mal schauen, ob es hier vielleicht ein schönes Preset gibt, mit dem ich arbeiten kann. Das wirkt auf eine sehr interessante Weise, das Preset. Gerade bei mir, immer zu Beginn der Takte, wo ich diesen kleinen Roll gemacht habe, diesen Flam, da taucht hier ein sehr interessanter Delay-Effekt auf. Gefällt mir sehr gut. Ich bleibe genau bei diesem Preset hier, Down South Slapping Chords. Gibt schöne Stereoanteile, ist viel los. Außerdem können die Shakers, glaube ich, ein bisschen leiser im Verhältnis. Und ich schiebe sie ein bisschen auf die rechte Seite, dass wir auch hier schon ein bisschen Stereo-Informationen bekommen. Und die Klicks ganz leicht nach links. Klicks auch ein Stückchen leise. Sehr schön. Und mein Bongo-Rhythmus kann an der Stelle durchaus noch ein bisschen Reverb vertragen. Ich schnapp mir mal den Roomworks und leg den hier als Hall an der Stelle drauf. Wieder ein schöner Moment, um mit einem Preset zu starten. Zum Beispiel ein Drum-Preset. Dieses Preset gefällt mir ganz gut. Das heißt Drums Smooth Diffuse. Und das stelle ich hier im Mix auf 10-15%. Gibt ein bisschen Räumlichkeit dadurch. Sehr schön. Die Bongos haben also durch den Reverb und durch das Delay schon eine Menge interessante und charakterstärke Elemente dazu bekommen. Gerne würde ich aber Teile davon rückwärts abspielen lassen, um ja solche ziehenden Reverse-Effekte dazu zu bekommen. Das kann rhythmisch auch sehr, sehr spannend wirken. Und dabei will ich aber auch den Reverb und das Delay rückwärts abspielen lassen. Das heißt, wir sollten jetzt an diesem Punkt hier all das, was an Effekten aktuell drauf ist, mal rendern lassen. Ich möchte an der Stelle also machen, dass wir die Audio-Effekte direkt in der Audiodatei mit sehen und hören können. Und um das zu tun, wähle ich einfach diese beiden Audio-Events aus, Steuerung rechtsklick drauf und bewege mich hier in den Bereich Render in Place, Render-Einstellungen. Hier kann ich genau diese Einstellungen wählen, dass ich das Ganze als ein Event rendern lassen möchte und die Kanaleinstellungen direkt auf die Audiodatei schreiben lassen will. Ausklingzeitmodus kann ich durchaus noch ein paar Sekunden dazugeben, sodass also hinten das Delay durchaus noch ein bisschen länger mit zu hören ist. Gebe ich hier mal 5 Sekunden drauf und Bittiefe 24 Bit ist ganz ausreichend an der Stelle. Benutzerdefinierten Namen verwenden gern, das sind meine Bongos und das Ganze lasse ich im Projektordner ablegen. Fertig. Und da haben wir die Bongos gerendert mit Reverb drauf.
Sehr schön. Genau ab Takt 3 sind diese Delays sehr, sehr schön zu hören. Und genau dort, denke ich, würde ich anfangen, mir das Ganze so zu gestalten, wie ich es dann auch im Song haben möchte. Was passiert denn zum Beispiel, wenn ich den Teil hier rückwärts abspielen lasse? Ich setze mal zwei Schnitte hier, Anfang 4. Takt und genau an der Stelle, wähle das Audio-Event aus und kann unter Audio-Prozesse umkehren, das Ganze rückwärts abspielen lassen. Und das habe ich mir sogar auf einen Tastaturbefehl auf das U gelegt. Klingt wie folgt. Oh, das ist schön. Es bekommt so einen ziehenden Effekt hier, ist ganz interessant. Und das soll in den Bongos sehr dynamisch werden, also ein schöner Mix aus Stellen, wo viel passiert und Stellen, wo hier wieder kontrastreich dazu fast nichts passiert. Ich werde deswegen hier alles an Delays und Hall rausschneiden. Bisschen mehr davon darf's. Oh ja, und den hier könnten wir auch rückwärts abspielen. Aber den so einsetzen, dass er trotzdem an der Stelle hier seine lauteste Stelle, seinen Transienten liegen hat. Ich kehre das also um und gebe uns diesen Reverse-Bongo-Effekt genau an dieser Stelle wieder zurück. So. Und jetzt lasse ich überblenden zwischen richtig rum abgespielt und Reverse abgespielt mit X. Schön. Sehr schön, das dupliziere ich mir hier auf beide, also alle 4 Takte. Und damit haben wir hier sehr, sehr schöne Bongos drin. Okay, dadurch haben wir ziemlich viel Aufmerksamkeit auf die perkussiven Anteile hier gesetzt, bekommen aber dadurch auch eine sehr charakterstarke Stimmung. Jetzt wird es aber Zeit, die wichtigen Drum-Elemente hinzuzufügen. Schauen wir mal, was wir hier an Kick, Snare oder Rimshots hinzufügen können. An der Stelle wird es Zeit für ein paar schöne Kickdrum- und Snare-Samples und die lade ich auf der linken Seite in eine neue Instrumentenspur für Groove Agent. Füge also mit Rechtsklick hier Groove Agent als Instrument hinzu. Ah, da genügt der Groove Agent SE und den kann ich hier mit einem Klick auf das kleine Klaviersymbol öffnen. Okay, schauen wir mal auf der rechten Seite, in der rechten Zone, was wir vielleicht hier an Medien importieren können. Unter Loops und Samples befinden sich hier eine ganze Menge schöne Libraries drin mit ganz fantastischen Sounds für genau diese Art von Stil. Ich bewege mich mal hier nach ganz unten rechts zu Soul Assembly, zu diesem Content Set. Und hier können wir hier oben filtern, dass wir zum Beispiel nur Kickdrums angezeigt haben wollen. Dafür kann ich hier im Filter mir die Subkategorien anzeigen lassen. Die finden wir unter Musical, Subcategory und hier drin unter diesen Optionen finden wir zum Beispiel auch die Kickdrums. Hier habe ich also zum Beispiel 15 verschiedene Kickdrum-Samples, die geeignet sein könnten. Die Sounds, die mir gut gefallen, kann ich einfach mit Drag and Drop in Groove Agent reinziehen und packe die entsprechend auf unterschiedliche Pads. Ist auch schön. Ich suche hier nach einem schönen, knackigen, kurzen Sound. Ja. Ich habe mir jetzt 4 verschiedene rausgesucht und mit denen werde ich mal ein bisschen experimentieren, welcher davon schön ist. Okay, als nächstes Zeit für eine Snare Drum. Oh, das Tambourin hier gefällt mir auch gut. Das habe ich unter Percussion gefunden. Das nehme ich mal noch mit rein. Leg das hier ein bisschen höher. Sehr schöne Sounds. Okay, ich kann die rechte Zone wieder schließen und kann Groove Agent jetzt auch über mein Keyboard spielen, wenn ich das möchte. Schöne Sounds sind das geworden. Na dann experimentieren wir mal ein bisschen auf unserem bestehenden Groove. So einen Groove würde ich gerne aufnehmen. Ich klicke einfach auf Record und kann das direkt in MIDI-Noten aufnehmen. Groove Agent kann ich schließen, nenne das Ganze hier unten Drums. Das bekommt bei mir meistens eine blaue Farbe. Und mit Doppelklick darauf kann ich mir das Ganze hier im Key Editor anschauen. So, und das Schöne ist, dass wir jetzt genau diese Drums an unserem eigenen, selbst erstellten Raster quantisieren können, das also jetzt hier mit den Linien genauso liegt, wie wir das in den Klicks vorgegeben haben. Ich drücke auf die Taste Q und kann damit quantisieren.
Vielleicht möchte ich den Sound der Snare sogar layern, also noch eine zweite Snare dazulegen, damit die ein bisschen voller und interessanter klingt. Ich habe mir hier mit der Maus einfach alle Snares markiert und mit gedrückter Alt-Taste oder Option auf dem Mac kann ich die einfach duplizieren und einen Ton darüber wieder fallen lassen. Ich würde die aber ein kleines bisschen leiser machen, die tiefere Snare, damit die eben nicht ganz so präsent ist. Also einfach die Noten auswählen und hier unten im Anschlagstärkebereich insgesamt ein Stückchen skalieren. Super, als nächstes fehlt noch die Hi-Hat. Ja, der Sound gefällt mir fast besser. Und das Tambourin ist da oben. Okay, dann mal schauen. Genau, ich probiere auch hier ein bisschen mit Rhythmen aus und versuche dabei, ja, regelmäßige Rhythmen auf irgendeine interessante Weise hier zu spielen. Also, das war ein Rhythmus, der hat sich irgendwie ergeben, der passt gut zu dem Rhythmus der Bongos und den würde ich an der Stelle ganz genauso drüber spielen. Gebt mir einen Takt vor und kann einfach auf Record drücken. Und auch das markiere ich wieder und lasse das an meinem selbstgemachten Raster ausrichten. Oh, da ist was verschoben. Also ganz leicht im Nachhinein einfach die Noten anfassen und an die richtige Stelle schieben. Das ist meistens eine 1/16 davor oder danach. Die Kicks hier würde ich sogar wegnehmen. Gefällt mir besser ohne. Schön. Und das Tambourin würde ich vielleicht alle 4 Snares genau dahin setzen, sodass es Akzente setzt jeweils am Ende dieses Grooves. Und auch das können wir quantisieren. Ja, dadurch haben wir eine richtig schöne und interessante rhythmische Grundlage, auf der wir dann die Instrumente aufbauen können. Allerdings würde ich an der Stelle gerne noch die verschiedenen Drum-Sounds hier voneinander trennen, dass wir die auch im Mixer einzeln verfügbar haben, weil wir die vielleicht auch unterschiedlich abmischen wollen. Dafür möchte ich also die Kickdrum auf einem Kanal haben, die Snare auf einem Kanal, Hi-Hat und Tambourin. Das heißt, wir brauchen 4 verschiedene Kanäle und auf der linken Seite im Inspector kann ich hier auf dieses kleine Symbol neben Groove Agent klicken und hier auswählen, wie viele Ausgänge ich in Groove Agent anschalten möchte. Jetzt habe ich also 4 verschiedene hier drin und die tauchen ab diesem Moment auch im Mixer mit auf. Also wenn ich die Mixkonsole öffne, sehen wir die Drums, Out 2, Out 3 und Out 4 hier drin. Jetzt müssen wir die Sounds noch zu den jeweiligen Ausgängen zuordnen. Dafür öffne ich nochmal Groove Agent. Das geht auch direkt aus dem Mixer heraus mit einem Klick auf dieses kleine Symbol hier unten auf das Klavier. Und hier drin kann ich jetzt die verschiedenen Pads, die ich ausgewählt habe, zuordnen zu den Ausgängen. Also die Pop-Snare möchte ich auf den Ausgang Nummer 2 routen, also Rechtsklick auf das Pad drauf und wir finden hier unter Assign Output den Out 2. Das ist unsere zweite Snare, die soll ebenfalls dahin und damit kann ich die im Handumdrehen zuordnen. Das wäre die Hi-Hat, die ich verwendet habe, die soll auf den Ausgang 3. Und das Tambourin auf den Ausgang Nummer 4. Anschließend kann ich die im Mix sehr schnell noch benennen, damit wir die auch wiederfinden. Und damit habe ich die alle einzeln hier drin liegen. Die Hi-Hat habe ich gleich an der Stelle mal ein kleines Stückchen leiser gemacht und im Stereo-Panorama-Stückchen nach links geschoben, dass sie so ein bisschen einen Kontrapunkt zu den Shakers macht. Also dass wir auf der rechten Seite die Shakers und auf der linken Seite die Hi-Hat jeweils in ähnlichen Frequenzbereichen und ähnlicher Lautstärke haben. Außerdem würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, um auf das Tambourin noch einen Reverb zu legen. Damit kann ich einfach den Roomworks, den wir vorhin auf den Bongos verwendet haben, dahin duplizieren
Mit gedrückter Alt-Taste kann ich den einfach dorthin schieben und bekomme eine Kopie davon hier auf dem Tambourin. Und das darf durchaus hier ein Stückchen längerer Sound werden. Zum Beispiel Drums Long Snare ist dafür vielleicht ein gutes Preset. Sehr schön, damit bekommt die auch ein bisschen Räumlichkeit. Und ich nehme mir noch ein bisschen was an Höhen weg und setze auch hier einen Low Cut. Super. Und unsere Snare kann ebenfalls noch ein bisschen was vertragen. Hier dupliziere ich unseren Vintage-Kompressor drauf, ebenfalls mit gedrückter Alt-Taste, und möchte hier gerne noch ein bisschen Pfeffer geben. Und hier wieder Low-Cut aktivieren. Ich möchte hier unten in den Bereichen unter 100 Hertz gar nichts drin haben. Hier an der Stelle ist die Snare schön charakterstark. Hier bei 2 kHz hebe ich noch ein bisschen was an. Das tut diesem Sample hier sehr gut, macht es noch ein bisschen präsenter, durchsetzungsfähiger. Okay, insgesamt sind wir jetzt tatsächlich ein bisschen laut geworden und übersteuern insgesamt. Ist eine ganz schöne Gelegenheit, um hier einen Limiter auf den Stereo-Ausgangskanal zu packen, dass wir zumindest hier beim Abspielen und Produzieren nicht übersteuern, auch wenn es mal ein bisschen lauter wird. Ich bewege mich dafür in den Kanaleinstellungen vom Stereo-Ausgangskanal in den Channel Strip und wähle hier bei Limit auf der rechten Seite den Brickwall Limiter aus und setze den im Threshold auf -0,3 dB, 0,2. Das ist also ein Effekt, der einfach sicherstellt, dass wir im Ausgang diesen Wert niemals überschreiten, ergo wird es auch nicht übersteuern, wird dann eben einfach sehr, sehr stark komprimiert, wenn wir lauter sind. Okay, außerdem kann die Snare durchaus noch ein bisschen heller werden und dafür packe ich hier an der Stelle mal noch den Quadrafuzz mit drauf, weil der gibt uns die Möglichkeit, hier oben in den hohen Bändern ein bisschen Distortion dazu zu geben und das lässt so eine Snare noch mal ein bisschen heller und präsenter klingen. Ja, auch weniger ist hier mehr. Ich habe ganz kleine Einstellungen mit der Distortion hier oben, 0,3, 0,4 gewählt und gebe dir damit einfach ein kleines bisschen mehr Fülle hier oben. Schön. Okay, da haben wir doch wirklich interessante, vielfältige Drums hier drin und an der Stelle wird es Zeit, dass wir uns einem harmonischen Instrument zuwenden und das ist eine wunderschöne Gelegenheit, um genau hier an der Stelle Case Study einzusetzen und ein paar E-Piano-Sounds dazu zu holen. Mit einem Rechtsklick in die Spurliste füge ich an der Stelle wieder eine Instrumentenspur hinzu und dieses Mal wollen wir nicht Groove Agent, sondern Halion Sonic nutzen. Das da. Diese Spur nenne ich Case Study, füge die hinzu. Und kann dir an der Stelle auch eine schöne Farbe geben. Das bekommt ein schönes, dunkles Grün. Sehr schön. In Halion Sonic finden wir unsere Instrumentensets auf der rechten Seite und hier taucht auch Case Study direkt mit auf. Hier habe ich 16 verschiedene Presets dafür gestaltet. Insgesamt sind meine Presets auf 3 verschiedenen Versionen von diesem E-Piano aufgebaut. Das erste davon ist Suit Grace, das ist dieses. Dann hätten wir Cute Case. Ja, also wenn es ein bisschen sanfter, zärtlicher sein soll, ist Cute Case ganz wunderschön geeignet. Und für sehr spacige oder stark modulierte Verhalteanwendungen ist dann Huge Space die richtige Wahl. Zum Beispiel zu finden in Too Rich. Wir schnappen uns an der Stelle mal das Preset Groove Upfront. Und das ist ebenfalls eine Version aus Suit Grace. Und ja, das sind sehr präsente, leicht angezerrte E-Piano-Sounds hier drin. Ja, starten wir mal hier an der Stelle damit, uns ein paar passende Harmonien rauszusuchen, die rhythmisch auch in unsere Drums passen. Übrigens eine schöne Stelle zum Zwischenspeichern. Mit der Tastenkombination STRG ALT und S können wir eine neue Version des Projekts anlegen, bei dem der Zähler hier jetzt nach oben läuft. Achtung! Genau.
Damit habe ich jetzt Case Study minus 02 angelegt und ja, wenn ich weiter produziere und später immer mal diesen Shortcut verwende, habe ich dann verschiedene Zwischenstände, zu denen ich notfalls auch zurückspringen kann. Ja, um passende Akkorde zu finden, öffne ich uns die untere Zone und bewege uns hier in den Bereich Akkordpads. Die Akkordpads in Cubase sind eine wunderschöne und einfache Möglichkeit, selbst ohne Musiktheorie-Vorwissen in verschiedene komplexe Harmoniefolgen zu starten. Und dafür gibt es hier oben eine ganze Reihe von schönen Presets, in denen verschiedene solche Akkorde zusammengestellt sind. Und wählen wir an der Stelle mal dieses hier unten aus, Urban Soulful R&B. Also, während meine E-Piano-Spur ausgewählt ist und ich auf ein Pad klicke, kann ich den Akkord sofort hören. Und dabei wird mir jedes Mal, wenn ich ein Pad anschlage, mit den Farben hier von grün bis rot angezeigt, welche Harmonien entsprechend nah an der aktuell gespielten liegen, also welche mir vorgeschlagen werden, wo ich als nächstes hin soll. Und die Akkorde lassen sich dabei nicht nur durch Anklicken spielen, sondern wir können die auch über das Keyboard tatsächlich fernsteuern, über das MIDI-Keyboard. Das zeige ich an der Stelle mal mit. Das heißt, mit den Tasten C1 bis S2. Kann ich die Akkorde entsprechend auch triggern und mitspielen. Probieren wir es aus. Ich gebe uns mal einen Takt vor, also setze den Cursor hier auf den vierten Takt und probiere mal verschiedene Harmoniefolgen hierfür aus, die vielleicht gut passen könnten zu unserem Groove. Das ist schön. Okay, ich nehme das Ganze einfach mal auf und versuche mit den Akkordpads ein bisschen was Interessantes rhythmisch mitzuspielen. Sowas zum Beispiel. Dann kann ich anschließend die untere Zone wieder schließen und mit einem Doppelklick auf die Aufnahme kann ich das Ganze im Key Editor öffnen und mir anschauen, was ich gespielt habe. Hier hinten ist aus Versehen noch ein Anschlag drin gelandet. Den kann ich an der Stelle markieren und löschen. Und das Ganze mit Q an meinem selbst kreierten Raster hier quantisieren. Ah, ein schöner Akkord. Okay, das kann gerne ein bisschen mehr gebunden sein, also dass der länger klingt. Sowas. Also einfach die Töne markieren und mit gedrückter Steuerung-Taste kann ich das Raster kurzfristig deaktivieren und die damit ein bisschen länger ziehen. Ja, die Lagen der Akkorde, also das Voicing, wie die Töne über die Klaviatur verteilt sind, funktioniert in dem Fall nicht ganz so gut im Loop, weil wir hier ziemlich weit oben landen, aber danach einen großen Sprung wieder zurück zu hier unten haben. Deshalb würde ich an der Stelle das Ganze gerne nochmal über die Akkordspur machen lassen und mir hier ein Voicing vorschlagen lassen, wie die vielleicht besser zueinander passen im Loop. Dafür kann ich mit der rechten Maustaste hier in die Spurliste klicken und eine Akkordspur hinzufügen und ziehe dort einfach das eben aufgenommene drauf, lasse die Bassnoten berücksichtigen und die Tensions und klicke auf OK. Da sieht das Ganze so aus. Das sind also die Akkorde an den verschiedenen Stellen, die ich gespielt habe. Die Akkordspur bekommt an der Stelle mal noch eine hübsche Farbe, zum Beispiel Orange. Und ich schiebe unsere Aufnahme hier mal nach hinten und versuche mir hier eine neue erstellen zu lassen. Dafür sage ich der Akkordspur, dass sie bitte immer mit Case Study spielen soll, also mit dem E-Piano hier. Und genau, klick mal den ersten Akkord an, den können wir damit schon hören. Und ich lasse das erstmal so abspielen, mal schauen, wie das klingt. Die bleiben einfach liegen im Moment. Ja, springt tatsächlich wieder nach unten. Wir können den ersten Akkord anklicken und hier verschiedene andere Voicings ausprobieren. Oh, das ist auch schön. Das gefällt mir sehr gut. Da mir das Voicing gefällt, wähle ich mal all die Akkorde aus und ziehe die hier auf die Case-Study-Spur und habe die damit in dieser Weise hier drin liegen. Kann die hier alle zusammenkleben
Und der letzte Akkord ist ein bisschen lang geworden. Den verkürze ich noch so, dass er am Ende des Taktes auch wirklich endet. Okay. Sehr schön. Ja, auf die Weise lässt sich die Stimmführung mit den Lagen also ganz wunderschön anpassen, selbst ohne, dass wir hier Musiktheorie-Hintergrundwissen brauchen an der Stelle. Außerdem kann das eine schöne Gelegenheit sein, um den Rhythmus, den ich hier gespielt habe mit den Pads, jetzt zu übertragen hier auf diese Spielweise oder andersrum. Wir können uns jetzt einfach anschauen, an welcher Stelle die Akkorde in welcher Weise gespielt sind. Also das H hier zum Beispiel soll eine Oktave höher gespielt sein. Das mache ich mit Shift und Pfeiltaste nach oben. Und das passe ich hier bei den anderen Akkorden auch hier drüben so an, dass die in der richtigen Umkehrung spielen. So, der Ton war gar nicht mehr drin und der geht auf das A. Und das ist relativ schnell hier implementiert. Sehr schön. Super. Okay, damit habe ich hier meine Akkordfolge drin liegen und ich schiebe mal die Akkorde aus der Akkordspur da hinten hin, dupliziere mir an der Stelle auch meine Percussion-Sektion und das Schlagzeug. Mit Steuerung D kann ich das einfach einmal duplizieren und möchte hier vorne jetzt mal noch einen anderen Part hinzufügen mit einer Alternative, also mit anderen Akkorden. Und dafür gleiches Spiel, ich öffne wieder die untere Zone und schnapp mir wieder unsere E-Piano-Spur und spiele mit den Akkordpads jetzt noch eine andere Akkordfolge ein. Die soll gut zu dieser anderen Akkordfolge passen, also soll auch hier hinten ranpassen. Nachdem ich den Akkord gespielt habe, kann ich zum Beispiel wieder zurück zum E-Moll. Und jetzt statt zum F-Major 7 mal zum C-Major 7-9 zum Beispiel. Ja. Sowas zum Beispiel. Sowas. Und wieder mit Doppelklick kann ich das Ganze editieren. Die letzten zwei Akkorde sind ein kleines bisschen leise geworden. Und wir haben das gleiche Phänomen wie vorher. Ganz schön große Sprünge drin. Also, ich mache das ganz genauso wie vorher. Ziehe mir das wieder auf die Akkordspur und lass hier jetzt eine neue Stimmführung hierfür kreieren. So, hier drin gibt es unglaublich viele verschiedene Umkehrungen, die wir spielen können. Ich schnapp mir hier mal zum Beispiel die erste Umkehrung mit Drop 2. Das ist ein schönes Voicing. Das klingt sehr schön jazzig, sehr sanft gespielt. Und ich ziehe das wieder mit gedrückter Maustaste auf Case Study, klebe das zusammen und in dem Fall passt es wunderbar, sind genau diese vier Takte. Ja. Okay, den Akkord hier würde ich gerne schon wieder ein bisschen eher anschlagen. Das klang vorhin ziemlich schön. Da-da. Genau. Und hier würde ich den da hinten nochmal vorher anschlagen lassen. Das hat mir nämlich auch ganz schön gefallen. Das habe ich einfach mit Steuerung C und Steuerung V gemacht, dass ich das dupliziere und verkürze den so, dass er so liegt. Ja, das ist schön. Okay, damit haben wir folgende neue zweite Akkordfolge. Super. Ja, wer selbst Keyboard spielen kann, kann solche Akkorde natürlich selber noch ein bisschen menschlicher einspielen und vielleicht auch verschiedene Variationen und Pattern hier mit einbauen. Kann an der Stelle noch was sein, was wir oben drauf setzen können. Und ich würde das hier als Option mal mit anbieten. Wenn du selber ein MIDI-Keyboard hast und auch spielen kannst, können wir tatsächlich genau das, was wir jetzt an Stimmführung und an Akkorden hier kreiert haben, selber auch nochmal einspielen, um das noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Dafür dupliziere ich mir meine Spur mit Case Study mit einem Rechtsklick drauf, mit Spuren duplizieren und lösche auf der zweiten Spur hier die Akkorde raus. Jetzt gucke ich mir das an, wie diese Voicings hier gespielt sind und versuche das im Anschluss selber einzuspielen.
Loop, den wir als zweites erstellt haben, sind das ziemlich schöne, offene, große Akkorde und 5 Stück an der Zahl, die kriege ich noch eingeprägt und kann die jetzt auf der zweiten Spur einspielen. Okay, einen Takt vor und los geht's. Okay, da ist es drin. Ja, und durch die kleinen Variationen hier, so dass zum Beispiel die Noten unterschiedlich stark angeschlagen sind, klingt das Ganze nochmal ein Stückchen menschlicher. Ich habe außerdem hier das Sustain-Pedal verwendet und damit kann ich die Akkorde auch selber nochmal ein bisschen länger halten, an den Stellen, wo nötig. Okay, das, was zwischendrin passiert, möchte ich ebenfalls an meinem selbstgemachten Raster quantisieren mit der Taste Q. Und damit klingt das so. Oh, und die hier hinten, die können wir durchaus noch ein kleines bisschen lauter anschlagen lassen. Das klingt schöner. Oh, das war fast ein bisschen zu viel. Okay, sehr schön. Und das gleiche mache ich hier hinten mit der zweiten Variation. Das sind schöne Voicings hier, Fats. Und wieder ein Takt vor. Ja, grundlegend sind das die gleichen Töne, wie wir in der Vorlage bekommen haben aus der Akkordspur. Ich habe nur im Bass ein kleines bisschen variiert und habe hier immer mal die Quinte zum Grundton mit dazu gespielt, sodass es ein bisschen rhythmischer wird. Hier gibt ein kleines Pattern. Genau, ist auch ein schönes, langsames Tempo. Also auch wenn du das nachspielen möchtest, kannst du das hier an der Stelle auch gerne probieren. Ja, und die Spur darüber, die hier als Vorlage diente, die möchte ich an der Stelle gerne zu einer Art Pad machen für einen weiteren Sound aus Case Study, der ein bisschen weiter im Hintergrund steht und das Ganze einfach noch ein bisschen anreichert. Ich klicke dafür nochmal auf das Instrument und lade hier ein anderes Preset rein. Nehmen wir zum Beispiel das Blue Lounge hier oben. Das ist eine andere Version aus Case Study, in der mehr Reverb und mehr Modulation mit drin sind und das klingt ja einfach ein bisschen flächiger. Kann hier eine schöne zusätzliche Ebene dazu bringen. Genau, die beiden zusammen klingen wie folgt. Ich mache das Pad ein Stückchen leiser. Ja, nur hier hinten würde ich das im Pad ein Stückchen leiser spielen lassen, weil im Moment der Anschlag hier auch ziemlich laut ist. Und deswegen wirkt das so präsent im Moment. Also hier einfach alles auswählen, Stückchen leiser. Und der Akkord schlägt ein bisschen zu spät an. Den würde ich schon hier anschlagen lassen, wie auch in der zweiten Spur. Sehr gut. Okay, die wichtigsten Elemente sind im Projekt enthalten. Wir haben also jetzt zwei verschiedene Parts und jeweils Rhythmen und Harmonien, die darin spielen. Wollen wir an dieser Stelle mal einen Bass hinzufügen? Dafür füge ich uns in der Spurliste wieder eine neue Instrumentenspur hinzu und wieder mit Halion Sonic drauf. Das Ganze nenne ich Bass. Ja, der Spur gebe ich ebenfalls eine hübsche Farbe und habe mir überlegt, dass ich hier drauf gerne einen E-Bass verwenden würde. Passt sehr schön in den Stil und ins Genre. Ich öffne Halion Sonic und auf der rechten Seite begebe ich mich hier in den Bereich Sonic Selection, der ist in jeder Halion-Version mit dabei und hier finden wir unter anderem verschiedene Bässe. Schnappen wir uns hier zum Beispiel mal diesen Electric Bass VX, den da. Der klingt wie folgt. Wie in allen Halion-Instrumenten haben wir hier auch verschiedene Effekte, die direkt sich über diese Quick Controls hier einstellen lassen. Und ich würde an der Stelle gerne den Reverb und den Chorus ein Stückchen reduzieren. Genau, es klingt ein bisschen natürlicher für mich, wenn es nicht ganz so viel Chorus enthält und nicht ganz so verhallt ist für den Bass. Okay, damit wir es besser sehen können, ziehe ich den Bass und die Akkordspur hier mal in die Mitte
weil die beiden brauchen wir, um uns die Orientierung für die Basstöne zu verschaffen. Hier in der Akkordspur können wir also jeweils die Grundtöne sehen. Also an jeder Stelle, wo wir hier einen neuen Akkord liegen haben, ist der Grundton der hier zu Beginn steht. Also geht mit dem E los, dann nach F, dann C und hier hinten das H. Die allereinfachste Methode wäre also einfach nur mit den Grundtönen im Bass mitzuspielen. Klingt ungefähr so. Ein bisschen interessanter können wir es hier an der Stelle allerdings werden lassen und ich möchte dir mal verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie du den Bass noch ein bisschen spannender bekommst. Mit einem Doppelklick in unseren zweiten Loop erstelle ich hier ein neues MIDI-Event und öffne das im Key Editor. Außerdem kann ich mir hier oben die Akkordspur anzeigen lassen mit einem Klick auf globale Spuren Akkordspur. Die Funktion ist nur in Cubase Pro enthalten. Neben dem Grundton ist der zweite typische Ton, der ganz häufig im Bass gespielt wird, die Quinte. Also, dass wir von jedem der Töne, die wir hier als Grundton identifizieren, 7 Halbtöne nach oben gehen und damit auf der Quinte landen. Das heißt zum Beispiel beim E zu Beginn könnte man von dem Ton hier 7 Halbtöne nach oben zählen und landet beim H. Wenn wir mit den jeweiligen Quinten experimentieren, kann es dann zum Beispiel wie folgt klingen. Das sind jetzt alles Quinten und Grundtöne gewesen von den jeweiligen Akkorden. Schade, dass ich es nicht aufgenommen habe, dann könnten wir uns das gleich mal ein bisschen anschauen, wie das funktioniert hat. Es gibt in Cubase aber auch die Möglichkeit, im Inspektor Aufnahme einfügen, die letzte Aufnahme als lineare Aufnahme einzufügen. Und damit habe ich selbst, ohne dass ich vorher recorded habe, jetzt das Ganze hier auch im Projekt liegen und wir können es uns anschauen, was ich hier gespielt habe. Genau. Ich achte hierbei darauf, dass immer dann, wenn die Akkorde an betonten Stellen anschlagen, dass wir da den Grundton spielen. Ja, so genau da, wo die Akkorde starten oder jeweils laut anschlagen, sehen wir hier, da liegt entsprechend der Grundton. Und die Quinte habe ich eher so als Überleitung genutzt, ja, so dass sie immer kurz vor dem Anschlag, wo ein neuer Akkord wieder anschlägt, dass wir die Quinte da kurz hören. Und die wirkt wie eine Art rhythmisches Element, was hier im Wechselspiel mit den Grundtönen arbeitet. Genau. Falls du kein MIDI-Keyboard vor dir hast oder du das Ganze lieber einzeichnen würdest, kannst du das an der Stelle auch wunderbar machen, indem du die Grundtöne erstmal an die Stellen setzt, wo wir die großen Akkorde liegen haben und dann schaust, an welchen Stellen dazwischen du vielleicht die Quinten platzieren kannst. Also quasi, das ist von so einer Darstellung hier Schritt für Schritt sich entwickelt in Richtung einer komplexeren Bassline. Also immer im Moment, wenn das E-Piano einen Akkord anschlägt, habe ich hier die Grundtöne platziert und alles, was dazwischen liegt, sind dann tatsächlich Fülltöne, die im Nachhinein ein bisschen Rhythmus dazugeben sollen. Und die lassen sich dann auch wunderschön im Anschluss einfügen. Und was beim Bass tonal auch häufig funktioniert, ist, dass wir einen Ganzton oder Halbton unter dem Grundton schauen, dass wir dort noch Töne hinzufügen. Zum Beispiel in dem Fall können wir beide nutzen. Ganzton und Halbton darunter. Ja, sowas kann schön funky wirken. Hierbei ist grundlegend die Regel, dass wenn wir einen Major 7 Akkord haben, dann können wir den Ton hinzufügen, der einen Halbton darunter liegt. Also hier bei dem F Major 7 zum Beispiel könnte das E mit dazu. Und sobald wir hier einen Moll 7er Akkord haben oder einen Dominant Sept Akkord, also einfach nur die 7 dran, dann können wir auch den Ganzton darunter mit einbauen. Also hier in dem Fall haben auch beide gut funktioniert, so dass ich so einen kleinen Lauf, so eine Brücke hier gebaut habe. Ohne die Quinte, aber nur mit den Tönen, die direkt darunter liegen, könnte das zum Beispiel so klingen. Genau, jetzt habe ich hier also nur mit Oktavsprüngen gearbeitet, also gleicher Ton, eine Oktave höher und der Rest sind solche kleinen Läufe hier.
Genau, mit den Tönen, die jeweils einen Halbton oder Ganzton drunter liegen. Das ist also in den beiden Major-7-Fällen hier der Halbton darunter. Und in den anderen Fällen habe ich hier auch mit dem Ganzton darunter mitgearbeitet. Der Halbton darunter muss nicht auftauchen, aber kann als Überleitung auch interessant und funky wirken. Ja, in Kombination Quinte und die beiden Töne, die wir da unten kennengelernt haben, damit können wir eine richtig schöne, interessante Bassline bauen. Sehr schön, damit haben wir den Bass für den B-Part drin und es geht noch darum, was wir hier zu Beginn machen. Genau, damit haben wir hier auch einen schönen Bass. Genau, und sind tatsächlich wieder die gleichen Töne, die wir gerade besprochen haben, also Quinte oder der Ton, der direkt unter dem Grundton liegt, hier einen Ganzton drunter und bei dem Major einen Halbton drunter. Und der Bass darf insgesamt ein Stückchen leiser. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir von dem Bereich der Komposition langsam übergehen in Richtung Arrangement. Hier an der Stelle gilt es jetzt, ein paar Sounds hinzuzufügen, die grundsätzlich gar nichts mehr an der Komposition verändern, aber ein bisschen was vom Feeling, vom Stil hinzugeben. Genau an diesem Punkt können wir den Stil also in viele verschiedene Richtungen färben und ich würde mir an der Stelle vorstellen, vielleicht noch eine Orgel hier hinzuzufügen, die noch ein bisschen Glanz dazu gibt und ein bisschen was in den Höhen. Also Zeit für eine neue Spur mit Halion Sonic drauf und das nenne ich Orgel. So, die bekommt einen Grün. Sowas. In Halion Sonic gehen wir auf der rechten Seite wieder in die Library Sonic Selection, weil die überall mit dabei ist, und schauen mal unter den Orgeln. Hier gibt es also auch 58 verschiedene Sounds drin und schnappen wir uns doch an der Stelle die Vintage Dance Orgel, diese hier. Die können wir eine Oktave höher spielen. Das kann ich am Keyboard auch machen, indem ich den Octave-Schalter eine Oktave nach oben lege. Ja, wir können hören, dass wir mehr vom Rotator hören, ein bisschen mehr von diesem Vibrato, wenn wir das Mod-Wheel auf der linken Seite nach oben regeln. Und das ist auch was Schönes, womit wir hier ein bisschen gestalten können, während wir einspielen. Okay. Ja, wir können hierfür tatsächlich den Rhythmus aus dem E-Piano uns schnappen. Dieser hier wäre vielleicht ganz gut geeignet. Und den kopiere ich uns mal in die Orgel. Mal reinhören, wie das klingt. Oktave höher mit Shift, Pfeiltaste nach oben. Okay, hierfür gibt es natürlich wieder die Möglichkeit, das Ganze mit dem Keyboard einzuspielen oder alternativ das Ganze direkt hier im Key Editor mit Copy-Paste zu bearbeiten. Und dafür lege ich das mal so hin und lasse den Akkord genau an der Stelle hier schon anspielen. Damit klingt der Rhythmus also ungefähr so. Ja, im Moment sind es aber noch nicht die richtigen Töne und genau dafür können wir uns hier links den Skalenassistenten schnappen. Den können wir einstellen auf Akkordspur verwenden und hier den Akkordspur-Modus auswählen, dass die Akkorde, also nur Töne aus den Akkorden, überhaupt verwendet und angezeigt werden. Dann können wir anschließend hier diese drei Häkchen setzen und damit ist es gar nicht mehr möglich, die Töne auf andere Tonhöhen zu verschieben, als die, die in den Akkorden hier enthalten sind. Ich markiere die mal und klicke hier auf Tonhöhen quantisieren. Und damit bekommen wir automatisch Töne, die hier wunderbar zum Akkord passen. Genau, das kann ich jetzt mit Steuerung D duplizieren und setze das hier nochmal dahinter. Und hier hinten gleiches Spiel, Töne auswählen und Tonhöhen quantisieren klicken. Und damit haben wir die da.
Ah, hier ist es rhythmisch ein bisschen anders, als wir es im Moment hören. Deswegen, ich würde das ein bisschen verändern. Der Akkord schlägt schon hier an. Legen wir den dorthin. Ziehen den bis zur Snare. Und ich quantisiere die beiden nochmal. So. Klingt wie folgt. Sehr schön. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir das alles gerne ein bisschen enger spielen wollen, können wir einfach die unteren Töne hier markieren und mit Shift-Pfeiltaste nach oben eine Oktave höher spielen lassen. Der da vielleicht kann auch ein Stückchen tiefer. Der da auch. Sehr schön. Und jetzt kann ich auch direkt hier auf der MIDI-Spur das Mod-Wheel aufnehmen, auf dem Keyboard, indem ich hier in der zweiten Spur mir das Ganze anschaue, unter Modulation. Und sehe damit hier, während ich aufnehme, wie ich das Mod-Wheel bewege. Einfach Record drücken und dann kann ich es mitbewegen und es wird aufgenommen. Sehr schön. Ja, hier auch ein bisschen Variation. Und das kann ich tatsächlich, wenn ich möchte, auch einfach copy-pasten. Mit gedrückter Alt-Taste hier vorne in den Bereich. Doppelklick drauf und das ist ganz, ganz einfach angepasst. Nur die Noten auswählen und auf Tonhöhen quantisieren. Und damit habe ich hier vorne auch passende Akkorde. Das will ich natürlich rhythmisch auch anpassen, dass es im gleichen Rhythmus spielt. Und ich glaube, hier hören wir den Akkord schon, genau. Ja, das D passt hier nicht rein. Nehmen wir das Dis. Sehr schön. Den ziehe ich noch ein Stückchen länger, fühlt sich gerade gut an. Und damit haben wir auch eine schöne Orgel mit drin, die ich jetzt leise zumischen möchte. Genau, ich kann hier im Equalizer tatsächlich jetzt wieder viel aus den Tiefen wegnehmen und ich nehme außerdem ein bisschen was aus den Höhen weg hier mit dem High Shelf und habe verschiedene Stellen, die sehr präsent waren, noch ein bisschen zurückgenommen. Das macht, dass die Orgel insgesamt viel weiter hinten erscheint und sie ein bisschen in den Hintergrund geschoben wird. Und das tut der Orgel hier ganz gut, weil sie wirklich nur ein bisschen als stilgebendes Füllelement mit dabei sein soll, aber nicht zu präsent. Genau, damit steht sie auf jeden Fall hinter dem E-Piano. Klasse. Und als nächstes würde ich gerne noch eine kleine Melodie-Gitarre mit hinzufügen. Schnapp mir ebenfalls wieder Helion Sonic und nenne das Ganze Gitarre. So. Die bekommt ebenfalls eine hübsche Farbe. Zum Beispiel helles Gelb. Und hier würde ich tatsächlich eher melodisch spielen. Also würde mir einen Sound raussuchen, der sehr charakterstark ist, aber der nicht so, der nicht so nach Akkorden schreit. Was haben wir denn? Vintage Days zum Beispiel ist ein schönes Preset. Ja. Klasse.
Wir können Spuren in Cubase übrigens auch so einrichten, dass sie der Akkordspur folgen. Also dass jeder Ton, den wir spielen, entweder in die Akkorde passt oder auch zum Beispiel nur in die Skala passt, die an der Stelle liegt. Und das können wir tun, indem wir auf der linken Seite auf dem Inspektor in den Akkordbereich gehen. Akkorde sind hier im Moment gar nicht zu sehen, deswegen Rechtsklick drauf, Bereiche einrichten und hier können wir Akkorde zuwählen und die werden damit mit eingeblendet, hier an dieser Stelle. Hier drin kann ich die sogenannte Echtzeiteingabe aktivieren, indem ich hier draufklicke und sage, dass wir zum Beispiel nur den Akkorden oder den Skalen oder beiden folgen wollen. Ich würde an der Stelle Skalen und Akkorde anwählen. Ich habe nur schwarze Tasten gespielt, obwohl an der Stelle definitiv mehr weiße als schwarze Tasten zu hören sind. Und das heißt, die Echtzeiteingabe funktioniert. Alles wird sofort umgewandelt in die richtigen Töne, die hier dazu passen. Und auf die Weise können wir wunderschön experimentieren, wie wir hier vielleicht eine Melodie dazu spielen können. Zum Beispiel so. Und damit habe ich direkt hier eine schöne Melodie, die quasi auch kleine Betonungen setzt innerhalb dem, was wir aus den Akkorden hören. Und das gleiche mache ich direkt auch für den Chorus. Leg das vielleicht ein Stückchen höher an. Mal schauen. Zum Beispiel sowas, eine schöne einfache Melodie. Hier hätte ich gerne noch einen anderen Ton. Zum Beispiel den. Okay. Quantisieren. Der da gefällt mir noch nicht so. Oh, C passt rein offenbar. Sehr schön. Und dann können wir das vielleicht im Stereo-Panorama diesmal ein bisschen auf die linke Seite schieben und ich möchte hier ebenfalls wieder mit Low Cut und Equalizer arbeiten. Sehr schön. Okay, schauen wir uns an der Stelle doch mal an, wie wir diese beiden Parts jetzt ein bisschen verlängern können, sodass wir vielleicht ein Intro, eine Strophe und einen Chorus damit bekommen. Dabei wirkt der erste Teil auf mich eher wie die Strophe und der zweite wie der Chorus, weil es eine Steigerung darstellt, ja, weil es ein bisschen interessanter ist und harmonisch darin mehr passiert. Schauen wir mal rein. Zuallererst trenne ich den Bass und die Gitarre hier an der Stelle, wo wir von dem einen Part in den anderen übergehen. Und da ist beim Bass eine Note verschwunden. Das mache ich deshalb rückgängig und schiebe das E minimal mit Steuerung, mit gedrückter Steuerung-Taste ein kleines Stückchen nach hinten, sodass das hier auch an der richtigen Stelle im Takt 5 beginnt. So, ich schneide das nochmal durch und habe damit jetzt getrennt vorliegen den zweiten Part hier. Kann ich alles auswählen und schiebe das erstmal ein Stückchen nach hinten, sagen wir irgendwo auf Takt 33 oder sowas. Das da vorne wähle ich aus und mit Steuerung D kann ich das duplizieren. Und dann mit der Maus nochmal schauen, dass ich das auch an die richtige Stelle setze. Das mache ich mehrfach nacheinander, so dass ich, sagen wir erstmal, 6 Durchläufe davon bekomme. Außerdem markiere ich mir mit den Farben, dass das hier hinten der andere Part ist. Das mache ich, indem ich dem einfach eine leicht andere Farbe gebe, zum Beispiel hier im E-Piano. Und setze den Part jetzt direkt da im Anschluss ran. Und dupliziere den zweimal nacheinander, so dass wir hier 8 Takte für den Chorus hätten. Okay, mit einem Klick zwischen die beiden Marker deaktiviere ich den Loop und jetzt geht es darum, uns anzuschauen, wie wir im Intro, also innerhalb zum Beispiel der ersten 8 Takte, Instrumente rausnehmen können, sodass es hier eine einsteigende, interessante Atmosphäre bietet. Ah, die Kickdrum ist hier runtergerutscht, die gehört natürlich eher hier oben zu den Drums und auf die Weise haben wir Kick und Bass direkt nebeneinander liegen. Die beiden würde ich grundlegend hier aus dem Intro rausnehmen. Vielleicht sogar ohne das Haupt-E-Piano? Da fehlt richtig was. Nee, das können wir nicht wegnehmen. Ohne Bongos und Shakers?
experimentiere an der Stelle mit verschiedenen Kombinationen und das wirkt auf mich eigentlich ganz stimmig. Ich werde die Bongos noch mit rausnehmen und mit Shakers und Klicks hier oben einsteigen. Klingt wie folgt. Und an der Stelle nehmen wir die ersten Instrumente mit dazu, aber es soll trotzdem noch nicht voll da sein, sodass wir hier in die Strophe einsteigen können und hier vielleicht erst Kickdrum und Bass mit zu hören sind. Aber nehmen wir doch hier aus dem Part einfach die Kickdrums weg und hören so mal rein. Vielleicht auch ohne Hi-Hat, dass die hier irgendwo hinten einsteigt im achten Takt. Und den tieferen Snare-Anschlag können wir auch wegnehmen. Snare ein bisschen leise. Okay. Und hier der Kickdrum-Anschlag. Vorsicht, wir wollen nicht der Akkordspur folgen im Moment, damit wir die richtige Kick auch spielen lassen können. Vielleicht den Bass auch noch ein bisschen ausdünnen, sodass er erst da hinten einsteigt. Sehr schön. Orgel und Gitarre können an der Stelle noch raus. Erstmal eine Grobstruktur schaffen und jetzt ab Mitte der Strophe nehmen wir die Gitarre mit rein. Und hier im Chorus spielen dann alle Instrumente zeitgleich mit Orgel. Sehr schön. Ja, genau an diesem Punkt können wir wunderschön gestalten, wie wir jetzt hier die Übergänge ein bisschen interessanter machen, ihr Candy an verschiedenen Stellen einbauen und hier jetzt Variationen reinbringen. Und genau, dafür ist es durchaus sinnvoll, dass wir genau einen Durchlauf haben, also einmal Strophe, einmal Chorus. Genau, weil wir später solche kleinen Veränderungen vielleicht auch mit in andere Wiederholungen davon mit kopieren können und da dann anpassen können. Besonders interessant dafür sind die Übergänge zwischen den Hauptparts, also zwischen Intro und Strophe. Und zwischen Strophe und Chorus. Das sind die, die wir besonders spannend gestalten wollen. Und grundlegend haben wir hier die drei Optionen zu verändern, zu reduzieren oder was hinzuzufügen. Schauen wir zum Beispiel mal hier in den Übergang zum Chorus. Und ich würde mit Verändern anfangen. Zum Beispiel könnten wir hier in den Bongos, den Rhythmus der Bongos, verändern in das, was wir hier vorher im Original gespielt hatten. Genau, hier liegt nämlich eine Triole hier oben drüber. Die schneide ich mir aus. Und macht, dass wir die hören können. Im Moment ist da noch Delay drauf, deswegen gehe ich in die Bongos und deaktiviere hier das Multitap-Delay. Okay. Sehr schön. Das wäre zum Beispiel eine Form von Veränderung. Mal schauen, wie das zusammenpasst mit den Shakers und den Klicks. Ich würde vielleicht beide an der Stelle rausnehmen. Ja, sodass wir die Klicks und die Shakers einfach hier beenden. Genau. Kick. Passt gut. Und jetzt an der Stelle können wir zum Beispiel über das Thema Reduzieren nachdenken. Also was können wir rausnehmen, damit es ein bisschen interessanter wirkt, damit sich ein Kontrast bildet zum Rest. Zum Beispiel, wenn wir den Bass da hinten wegnehmen. Eine kleine Lücke da und setzt außerdem die Triole hier oben in Szene. Wie wirkt es mit allen Instrumenten zusammen? Ja, vielleicht können wir hier tatsächlich auch in dem E-Piano ein bisschen was als Lücke bauen. Ich lasse die einfach lange liegen. Da wirkt es eher flächig an der Stelle. Okay. Musik.
Genau, vielleicht können wir dem Bongo tatsächlich noch ein bisschen Unterstützung mitgeben, indem wir hier zum Beispiel in den Drums noch einen Sound mit dazu nehmen, der das mitspielt. Zum Beispiel Toms. Wir könnten Toms hinzufügen. Und das ist wieder eine wunderschöne Stelle, um unsere Samples aus der rechten Seite hier aus den Loops und Samples zu bemühen. Die beiden zum Beispiel lassen sich wunderbar einfügen. Und ich ziehe die hier einfach in die Leere, in den leeren Bereich darunter. Und setze die direkt zu den Bongos, damit ich die genau an die gleiche Stelle schieben kann, wo auch die Bongos anschlagen. Der zum Beispiel zweimal nacheinander und damit haben wir es. Ja, das Layering an der Stelle gibt den einfach ein bisschen mehr Fülle, lässt die präsenter und interessanter wirken. Okay. Genau, die dürfen durchaus noch ein bisschen Variation bekommen in der Lautstärke. Ich mache den zweiten ein bisschen leiser und den da schiebe ich ein bisschen tiefer hier oben im Transponierenbereich, dass Variation entsteht. Und die beiden können insgesamt auch ein Stückchen lauter und präsenter klingen. Deswegen möchte ich eine Gruppe für diese beiden Toms hier hinzufügen. Mit Rechtsklick drauf und unter Spur hinzufügen. Gruppenkanal zu ausgewählten Kanälen. Und das soll eine Stereo-Gruppe sein. Die nenne ich hier direkt Toms und füge die an der Stelle ein. Die schalte ich solo. Und wir hören, warum wir wenig gehört haben, weil die größtenteils hier im unteren Frequenzbereich rumlungen. Deswegen bekommen die an der Stelle ein bisschen mehr Distortion, ein bisschen Saturation hier im oberen Bereich. Ich gehe in den Distortion-Kanal im zweiten und dritten Band im Quadrafass und gebe den hier ein bisschen Verzerrung dazu. Und die können insgesamt auch noch ein Stückchen lauter. Ah, da kommt einiges Rauschen mit dazu. Ich schneide die mal ein bisschen genauer. Da ist was von dem Rauschen weg. Und die können außerdem wunderbar den Vintage-Kompressor aus Cubase vertragen, dass sie noch ein bisschen knackiger klingen und wir mehr Punch hier zu Beginn haben. So, mit den Einstellungen hier habe ich also Input-Stückchen hochgeregelt, Output-Stückchen zurück. Attack liegt hier bei ja, 10 Millisekunden vielleicht. Punch ist aktiviert, Release ist kurz. Und damit haben wir also sehr knackige, schnelle Kompression mit einer 4:1 mit Ratio, mit Verhältnis von 4:1. Okay. So, und außerdem können die ein kleines bisschen was an Räumlichkeit dazu vertragen. Ich packe hier mal den Roomworks drauf und gebe den ein kleines bisschen Drum-Schein zum Beispiel. Hier mit dem Mixregler ein bisschen weniger. 25% sind vielleicht ganz gut hier. Und das setzt die ein bisschen mehr in Szene, gibt ihnen ein bisschen Raum und Fülle. Sehr schön. Außerdem gebe ich hier mal noch einen Swoosh-Sound mit dazu, dass es hier eine kleine Überleitung gibt zwischen Strophe und Chorus. Hier zum Beispiel sind diese Tech-House-Swooshes drin in Cubase. Der zum Beispiel, der sechste, ist nicht schlecht. Ziehe ich mir auf eine neue Spur und schiebe das so, dass die lauteste Stelle genau am Übergang liegt. Sowas. Ist doch nicht so gut geeignet. Mal schauen. Vielleicht der. Ja, der davor hat vom Sound her und vom Stil nicht so gut zum Sound des Projekts gepasst, fand ich. Lohnt sich zu probieren. So, der ein ganzes Stückchen leiser und das kann funktionieren. Hier ein bisschen was raus.
Genau, ich habe hier ein bisschen mehr Höhen dazu gegeben und ein bisschen was aus den Mitten und Tiefen weggenommen, dass es ein bisschen schmaler, dünner klingt und heller. Und das hat ganz gut funktioniert. Außerdem kann das durchaus noch ein Delay vertragen, sodass es ein bisschen Stereo-Bewegung nach dem Swoosh gibt. Dafür hüpfe ich hier nochmal rein und setze uns das Stereo-Delay hier rein. Aus Cubase ebenfalls der Effekt. Und mit dem können wir abwechselnd links und rechts ein bisschen Delay hinzufügen. Das erste Delay stelle ich hier auf Viertel ein, das andere vielleicht auf punktierte Achtel. Also ein Achtel D ist hier punktierte Achtel und reduziere Mix jeweils ein Stückchen. Okay. Ja, noch ein bisschen weniger. So 15-20%. Sowas. Genau, schöner kleiner Hinhöreffekt. Also wir werden da aus dem Fluss hier ein bisschen rausgerissen. Es gibt was, um ein bisschen hinzuhören. Super, außerdem ein kleines Crashbecken hier an den Anfang, dass wir da noch ein bisschen Impact haben. Und dann ist der Übergang doch schon ganz interessant geworden. Ja, hier zum Beispiel haben wir ein schönes, akustisches, sanftes Crashbecken. Passt gut in den Stil. Bisschen leise und das passt. Super. Ja, damit ist das Instrumental doch auf einem schönen Stand und wir können uns an der Stelle anschauen, wie wir Vocals dafür kreieren. Und ich habe euch versprochen, dass wir uns an der Stelle mal ein KI-Tool anschauen, nämlich Ace Studio. Und im zweiten Teil des Kurses schauen wir uns damit an, wie wir eigene Gesangsaufnahmen in KI-Stimmen verwandeln können, wie wir eigene Melodien damit schreiben und von vielen verschiedenen Stimmen singen lassen können. Und wir schauen uns den Mix gemeinsam mit Matti an, ausschließlich mit Cubase-Effekten. Und den kompletten zweiten Teil gibt's auf meinhomestudio.de für unsere Pro-Member. Und damit bekommst du nicht nur Zugriff auf diesen Kurs, sondern auch auf über 30 andere und viele verschiedene virtuelle Instrumente und wertvolle Downloads für Musikproduktion. Also, wenn es dich interessiert und du tiefer in die Musikproduktion einsteigen möchtest, hoffe ich, dass wir uns dort gleich wiedersehen. Bis gleich!